Ja Leute, was geht? Freunde, heute spielen wir 99 Jahre in GTA 5 als der Weihnachtsmann. Wir starten heute als dieses kleine Baby und arbeiten uns vor bis hin zum mittleren Weihnachtsmann, zum älteren normalen Weihnachtsmann, wie wir ihn kennen, bis hin zum 99 Jahre alten Weihnachtsmann und wie er aussieht. Das erfahrt ihr auf jeden Fall in diesem Video, Leute. Und ja, ich würde sagen, wir spielen erstmal, Leute, als der kleine Mini-Weihnachtsmann. Und wir sind gerade, Leute, am Nordpol. Und ja, der sieht auf jeden Fall ziemlich süß aus und diesen kleinen aufgeklebten Bart, den er hat, einfach, yo, Alter, richtig, richtig krass. Und ja, Leute, guckt euch das mal an. Wir sind hier wirklich in unserem Haus und ich sag's euch, wir haben hier einen kleinen Weihnachtsbaum auch dort stehen. Wir leben auf jeden Fall in, sag ich mal, naja, ein bisschen bescheidenen Verhältnissen. Aber ja, Freunde. Oh, warte mal kurz. Was ist das denn? Wer ist denn das? Yo, ist das vielleicht unsere Mutter? Ist das vielleicht Mama Santa? Ey, Mama Santa. Ist das, glaube ich, meine Mutter. Hey, Baby Santa. Du wirst langsam erwachsen, mein Freund. Und irgendwann wirst du auch der Weihnachtsmann werden. Dein Vater ist leider auf Reisen. Er kümmert sich um das Weihnachtsfest und um die Geschenke. Aber eines Tages wirst du der Weihnachtsmann werden. Und dazu gehört auch die Tradition, dass man seine Rentiere finden muss. Damit du also irgendwann ein großer Junge werden kannst, musst du dich auf Rentierjagd begeben. Finde 2 Rentiere, damit wirst du ein älterer Junge werden. Oh, okay, Freunde. Also wir müssen tatsächlich auf dem Nordpol unsere eigenen Rentiere finden, damit wir älter werden können. Und ja, ich sag's mal so, Leute. Es sieht auf jeden Fall ziemlich krass aus. Dieser Weihnachtsbaum, der ist einfach riesig. Und der ist sogar gut geschmückt, auch mit diesen kleinen Bällchen und den Lichtern. Sehr, sehr cool. Aber ja, ich würde sagen, wir begeben uns erstmal, Leute, auf Rentierjagd und suchen uns ein paar Rentiere. Und ich glaube, ist das sogar unser Schlitten? Hat unsere Mutter tatsächlich uns diesen Schlitten gegeben? Wow, das ist ja cool. Und ihr seht, da fehlen natürlich noch ein paar Rentiere, die diesen Schlitten anziehen können. Deswegen steigen wir da erstmal ein, Freunde. Und ich glaube, das Ganze lässt sich trotzdem fahren, oder? Ich glaube, Leute, man kann damit tatsächlich fahren. Jo, das ist so cool. Und wir begeben uns jetzt erstmal, Leute, auf Rentierjagd, damit wir älter werden können. Und wir werden, wie gesagt, sehen, wie Santa Claus mit 99 Jahren aussieht. Also älter, als wir ihn kennen. Zum Beispiel. Auf jeden Fall, Leute, lasst gerne ein Like da auf diesem Video, falls euch diese Art von Videos gefallen und wen wir gerne als nächstes 99 Jahre spielen sollen. Denn, Leute, bei diesen Videos gebe ich mir immer ultra Mühe und es würde mich einfach nur freuen, wenn ihr kurz euch die halbe Sekunde Zeit nehmen könntet, einfach ein Like da zu lassen wollen. Das würde mir sehr helfen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch den Kanal gerne abonnieren, denn am 23. Dezember gibt es die dicke Weihnachtsverlosung inklusive Roomtour, Leute. Also von meinem Gaming-Setup. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, 23. Dezember. Wir fahren erstmal, Leute, und schauen uns mal an, ob wir hier irgendwo ein Rentier finden können, denn es ist am Nordpol tatsächlich ziemlich ruhig. Ah, okay. Wo befindet sich vielleicht ein Rentier? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht müssen wir hier irgendwie an den Flüssen vorbeischauen, ob wir ein Rentier finden können. Aber das müssen wir alles alleine machen. Unsere Eltern dürfen uns dabei nicht helfen. Das ist die Tradition, um der Weihnachtsmann zu werden. So, dann fahren wir erstmal hier entlang. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwas finden können. Ist hier irgendwo ein Rentier oder so? Ui, Vorsicht. Hier ist dieses glitschige Eis, Leute. Hier ist dieses Glatteis. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Und yo, da ist halt wirklich ein Rentier, Freunde. Damit hätten wir, glaube ich, das erste Rentier schon mal gefunden. Yo, Mr. Rentier. Yo, okay. Willst du mir vielleicht helfen, dass du zukünftiges Rentier des neuen Weihnachtsmann wirst? Okay, ich glaube, das hört sich gut an. Na gut, dann haben wir schon mal das erste Rentier gefunden. Und ja, wait, was ist das? Okay. Leute, da ist einfach ein Alien unter diesem Eis und das sieht sehr creepy aus. Es ist hier irgendwie eingefroren. Na gut, kümmern wir uns nicht weiter. Alles klar, Mr. Rentier. Dann sehen wir uns später bei mir zu Hause. Dann haben wir schon mal das erste Rentier gefunden. Jetzt müssen wir noch das zweite finden, damit wir upgraden können und älter werden. Und ich bin gespannt, wer wir werden. Werden wir gleich ein Teenager werden? Werden wir schon, Leute, der ausgewachsene Weihnachtsmann werden? Keine Ahnung, aber wir finden es gleich heraus. Oh mein Gott, aber ich komme diesen Berg hier nicht hoch. Oh, Junge, wie machen wir das? Oh, ich glaube, wir müssen hier so seitlich fahren, Leute. Ja. Das könnte funktionieren. Yes. Sehr gut, Leute, sehr gut. Okay, weiter so. Und jetzt hier hoch und ui. Oh, so, jetzt sind wir auf der Straße. Alles klar. Dann gucken wir mal nach, Leute. Könnte hier vielleicht auf diesen Heufeldern ein Rentier sein? Wo könnte sich das letzte Rentier befinden? Es ist hier wirklich einsam. Der Nordpol ist einfach komplett alleine. Ich höre etwas. Leute, ich höre etwas. Also ich habe gerade, ich glaube, das war ein Rentier. Okay, dann suchen wir mal. Ich glaube, es kam aus der Hütte oder in der Nähe der Hütte. Wahrscheinlich war dort ein Rentier. So, dann klettern wir mal darüber und so, dann sind wir drüber. Okay, langsam und vorsichtig. Ich will den nicht erschrecken. Wir gehen da mal langsam hin. Als Baby Santa. Oh mein Gott, Alter. Friert der gar nicht hier im Nordpol? Ich meine, Bruder, warum ziehst du dir nichts an, Alter? Es ist eiskalt. Junge, dass der nicht am Zittern ist, das wundert mich. Oh, da ist das Rentier. Okay, dann sprechen wir den mal an. Hey, hey, Mr. Rentier, ich habe schon mal einen Kollegen aufgesammelt. Willst du vielleicht mitmachen, dass du dem Weihnachtsmann, dem zukünftigen Weihnachtsmann hilfst? Okay, ich glaube, das war ein Ja. Okay, damit haben wir, Freunde, auf jeden Fall das zweite Tier gefunden, das zweite Rentier.
hier. So, dann gehen wir mal weiter. Wow, Leute, ich glaube, wir werden tatsächlich älter. Wir haben die Challenge ja geschafft. Dann werden wir jetzt herausfinden, wie wir als älterer Santa aussehen. Leute, smash dazu jetzt gerne den Abo-Button, damit wir überhaupt älter werden. Let's go! Yo, guckt euch das mal an, Freunde. Ich meine, wir haben schon ein paar graue Haare, aber wir sind noch nicht so alt wie der ganz normale Weihnachtsmann. Ich weiß nicht, der erinnert mich an irgendjemanden. Also schreibt mal in die Kommentare, an wen erinnert euch dieser Weihnachtsmann. Der sieht schon ein bisschen anders aus. Aber ja, uns wächst schon so ein kleiner Bauch, muss man sagen. Aber wir sind noch nicht vollständiger Weihnachtsmann. Okay, aber warte mal kurz. Sind wir gerade hier in der Militärbasis? Was ist hier los? Wo bin ich hier? Stillgestanden, zukünftiger Weihnachtsmann. Sie müssen jetzt erst einmal zwei Aufgaben erledigen, um zum offiziellen Weihnachtsmann die Lizenz zu bekommen. Als erstes müssen Sie den Geschenkeparcours absolvieren. Schaffen Sie das Ganze innerhalb von 2 Minuten und zerstören Sie dabei jedes der blauen Geschenke, das Sie finden. Wenn Sie über den Zaun klettern, haben Sie das Ziel erreicht. Danach müssen Sie die Geschenke nur noch zerstören mit der Waffe und sie haben die erste Aufgabe bestanden, Soldat. Okay, chill mal, Bruder. Ich bin kein Soldat. Ich bin vielleicht der Weihnachtsmann. Das ist egal. Es ist sowieso wichtig, genau die gleichen Voraussetzungen zu erfüllen wie ein echter Soldat. Nur dann können Sie der Weihnachtsmann werden. Haben Sie verstanden, Kadett? Yes, Sir. Ja, Sir. Ich hab's verstanden. Okay. Let's go. Okay, Freunde. So, 2 Minuten Zeit haben wir. So, okay. Alle Geschenke kaputt machen. Ich verstehe. Komm, Weihnachts... Na los. Oh, yes. Okay. Erstes Geschenk ist schon mal kaputt. So, zweites Geschenk. Yes. Leute, weitermachen. Da ist noch das dritte Geschenk. Komm schon, wir haben nur 2 Minuten Zeit. Wir müssen auch durch diesen Labyrinth übrigens kommen. Das ist voll weird, Alter. Okay, so, dann sind wir hier. Ist hier noch ein Geschenk, Freunde? Oh, da ist noch ein blaues Geschenk. Okay, dann beeilen wir uns mal lieber. So, wir machen das Ganze gründlich. Alter, wie cool ist dieser Parcours? Würdet ihr auch gerne mal durch so einen Parcours gehen? Schreibt's mal rein in die Kommentare. Aber wie komme ich da jetzt bitte schon hoch, Freunde? Ich sehe diesen Zaun, aber wie komme ich da rüber? Moment, das ist jetzt, glaube ich, die schwierigere Aufgabe. Okay, also damit ich da drauf komme, muss ich vielleicht auf eines der Geschenke drauf. Ich muss auf das rote Geschenk. Aber wie komme ich da drauf? Komme ich von dem grünen auf dem grünen drauf? Ich weiß es nicht. Das wird schwierig, Leute. Oh, warte. Hier kann ich vielleicht draufklettern, um mir so einen Überblick zu verschaffen. So, jetzt sind wir auf dem ersten roten Geschenk drauf. Okay. Wow, nein. Komm, beeil dich, Santa. Oh, wir sind gleich Santa, Leute. Wenn wir diese Prüfung aber nicht schaffen, bekommen wir die Weihnachtsmann-Lizenz nicht. So, wir machen jetzt einen Sprung, Freunde. Das wird ein sehr, sehr schlimmer Sprung. Wow, okay, das hat nicht geklappt. Na gut, vielleicht müssen wir einen anderen Weg nehmen. Ich sehe dort, Leute, ist eine Möglichkeit, vielleicht sich an der Seite da festzuhalten. Das wird ein schwieriger Sprung, aber, jo, wir haben es geschafft. Und jetzt, so, und, okay, ich mache direkt einen Sprung, Leute, und... Yes, okay. So, Leute, jetzt zur letzten Anstoßstation. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Der Timer läuft gleich ab. Okay, wir kriegen diesen Revolver, dann nehmen wir den. So, komm schon, Leute. Okay, noch ein paar Geschenke. Das machen wir noch kaputt. Und das machen wir noch. Noch 3, 2, 1 und zack, Alter. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben die erste Aufgabe geschafft. Nice, dann geht's zur nächsten Aufgabe. Okay, da wären wir jetzt bei der nächsten Aufgabe angekommen. Als nächstes wird Ihre Aufgabe sein, die blauen Geschenke, die Sie da vor sich sehen, mit einer Sniper zu zerstören. Sie haben 10 Schüsse, um die 5 Ziele zu zerstören. Schaffen Sie diese Prüfung nicht, haben Sie die Weihnachtsmann-Lizenz verloren. Danach erwartet Sie allerdings noch eine Bonusaufgabe. Okay, ich habe verstanden. Alles klar, ich weiß zwar nicht, warum es für Qualifikation eines Weihnachtsmanns wichtig ist, eine Sniper zu benutzen, aber ja. So, erstes, zweites... drittes Geschenk, da das vierte Geschenk und das fünfte Geschenk. Guck mal, Alter, first try, alles geschafft. Sehr gut, Kadett. Das war sehr gut. Als nächstes kommt die Flugsimulation. Danach sind Sie ein offizieller Weihnachtsmann. Oh mein Gott, Leute. Wir sind im Schlitten des Weihnachtsmanns. Und ich glaube, wir machen jetzt die Flugsimulation. Auszubildender Weihnachtsmann, hören Sie mich? Ja, sehr wohl, Chief. Ich höre Sie. Was gibt's? Ihre letzte Aufgabe besteht darin, einen Formationsflug mit anderen Auszubildenden abzuschließen. Sollten Sie es schaffen, 10 Sekunden in Formationen zu bleiben, werden Sie offiziell Weihnachtsmann. Okay, ich hab's verstanden, aber wie soll ich bitte die Formation erreichen? Ich glaube, ich muss da vielleicht zu den anderen, die mit einem Schlitten fliegen. Aber Alter, es ist wirklich schwer, hier etwas zu sehen. Ich glaube, darin besteht die Prüfung. Man sieht hier einfach kaum etwas. Okay, sollen wir es probieren, Freunde? Smash jetzt den Like-Button und wir starten den Formationsflug mit den anderen Rentieren in 3, 2, 1. Wow! Oh mein Gott. Okay. So, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt in den Flugmodus und fliegen. Und Leute, 10 Sekunden müssen wir das Ganze jetzt aushalten. Alter, bei diesen stürmischen Höhen. Komm schon. Oh, ja, Alter, nicht mehr lange, Leute. Ja, okay. Stabilisieren. Sehr gut.
Okay, ich glaube, wir haben es geschafft, Leute. Sehr gut ausgebildeter Weihnachtsmann. Sie sind jetzt offizieller Weihnachtsmann. Damit können Sie jetzt Ihrem Beruf nachgehen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben die Weihnachtsmann-Lizenz bekommen. Aber warte mal, wir werden schon wieder älter. Oh mein Gott, Leute. Jetzt werden wir erfahren, wie es ist, als Weihnachtsmann zu sein. In 3, 2, 1 und... Oh mein Gott. Leute, wir sind zum Weihnachtsmann geworden. Oh, Junge, der sieht ziemlich knuffig aus. Einen ziemlich dicken Bauch, Bruder, Alter. Der ist auf jeden Fall ordentlich, Alter. Big Boy, Alter. Damn, Boy. Junge. Damn, Boy, he's thick. Okay, dann schauen wir uns mal um, Freunde. Ich glaube, wir sind hier in der Weihnachtsstadt. Die sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus als der Nordpol. Oder vielleicht sind wir wieder am Nordpol. Das könnte ja auch sein. Wow, und hier sind so viele Leute. Und es ist auch dekoriert. Und ich glaube, die feiern hier alle eine riesige Weihnachtsfeier. Wie viele Menschen hier sind einfach. Oh mein Gott. Die müssen safe alle Teil von der Weihnachtsstadt sein. Wait, ist das Brad? Warte mal, Brad, bist du nicht im Prolog von GTA 5 draufgegangen? Okay, das ist ein bisschen weird. Also, vielleicht bin ich auch gerade im Himmel und ich habe es nicht überlebt. Ich weiß es nicht. Oh, Leute, ist das unsere Frau? Oder ist es unsere Freundin? Ich weiß es nicht. Hi, Santa. Du weißt schon, dass heute Weihnachten ist. Warum bist du nicht auf deinem Schlitten und servierst die Geschenke? Oh mein Gott, ich habe es voll vergessen. Heute ist ja Weihnachten. Wir müssen ja die Geschenke rausbringen. Aber warte, ich habe doch noch viele andere, die mir helfen, ne? Was muss ich denn eigentlich machen? Hast du noch meine Liste? Es fehlen nur noch 3 Leute, die ihre Weihnachtsgeschenke nicht bekommen haben. Einmal Michael Townley, dann Trevor Phillips und Franklin Clinton. Ah, die 3 kenne ich zufälligerweise sehr gut. Okay, dann bringe ich mich mal direkt, Leute, auf den Schlitten. Und zwar fliegen wir einfach mal los. So, dann fliegen wir gleich mal direkt los, Leute. Und auf geht's zu den 3 Häusern. Okay, wir machen jetzt keinen Formationsflug, da die anderen 4 Rentierfahrzeuge von den anderen Weihnachtsmännern tatsächlich belegt sind. Denn Leute, was habt ihr geglaubt? Ist der Weihnachtsmann nur eine Person? Ach Leute, das sind Hunderttausende von denen, die ganzen Geschenke dann vorbeibringen. Eine Person alleine würde das doch niemals schaffen. Außer man würde Zeit reisen und die Zeit anhalten können. Aber da musst du Thanos fragen. Da brauchen wir die Infinity-Handschuhe. So, erster Stopp, Leute. Michael DeSanta oder Michael Townley auch genannt. Wir müssen beim Vorbeibringen der Geschenke aber wirklich sehr vorsichtig sein, dass wir die Leute nicht wach machen, denn wir dürfen unsere Identität auf keinen Fall preisgeben. Oh, ich parke einfach mal, Leute, auf dem Tennisplatz von denen. Das ist die perfekte Landebahn. Ja, okay, nur vorsichtig, Leute. Wir sind, wie gesagt, ausgebildeter Weihnachtsmann. Oh, Vorsicht, das ist dieses Tennisnetz. Da muss ich vorsichtig sein. Wow, 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 au, okay, oh nein, 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 das Ding fliegt noch. Okay, die Landung war ein bisschen blöd, aber ey, es hat geklappt. So, okay, Leute, wir bringen das Geschenk mal vorbei. Da müssen wir nur vorsichtig sein, dass wir keinen der Leute erwischen. Ganz langsam und vorsichtig, Freunde. So, hoffentlich staut keiner. Oh, wir gucken mal. Nein, da ist niemand. Okay, Leute, ich glaube, wir stellen einfach mal die Geschenke hier hin. Einfach mal direkt dort den Weihnachtsbaum platzieren mit den ganzen Geschenken. So, okay, Leute, ich habe die Geschenke platziert und den Weihnachtsbaum. Jetzt nicht sie raus hier. Und auf geht's dann zu Franklin. Bei Franklin ist es ein bisschen schwieriger, da er einen Wachhund namens Chop hat. Und wir müssen unbedingt aufpassen, dass Chop nicht alarmiert wird. So, okay, Landung war schon mal ganz okay. So, wo war nochmal Franklins Haus? Ich glaube, das war einer von denen hier. Irgendwo muss er doch wohnen. Das ist so kompliziert. Man kann sich gefühlt nie merken, wo er wohnt. Aber ich glaube, ich habe das Haus gefunden. Ah ja, da ist es, Leute. Da ist Franklins Haus. So, da müssen wir nur ganz vorsichtig sein. Wow! Au! Okay, nein! Oh nein! Unser Wagen ist umgekippt. So, Leute, ganz sneaky sein und einfach nur ranschleichen. So, dann hier reingehen. Oh, oh, die Polizei. Vorsicht, schnell reingehen. So, so, haben die uns nicht gesehen. Okay, Leute, wir platzieren mal den Weihnachtsbaum und die Geschenke. Okay, so, Weihnachtsbaum platziert. Franklin kriegt ein riesengroßes Geschenk, da er so oft die Welt gerettet hat. Da dachte ich mir, ey, der bekommt auf jeden Fall was sehr, sehr Nices. So, okay, Vorsicht. Ah, nicht gesehen werden. Und da sind wir, Leute, jetzt beim letzten Kandidaten. Und zwar bei Trevor Phillips. Ich glaube, er ist zu Hause, aber ich kann es mir nicht ganz... Oh, das ist so knapp, Leute. Der hat so eine kleine Wohnung. Der würde mich locker sehen. Ist er da? Ah, Trevor? Auch Trevor hat sich ein Weihnachtsgeschenk verdient. Ja, ich weiß, niemand mag ihn. Und, oh, ist er zu Hause? Ich glaube, er ist gar nicht zu Hause, Leute. Alter, die Kakerlaken da unten. Ekelhaft, Alter. Na gut, ich schenke ihm mal ein bisschen was anderes. Und zwar Putzmittel. So, Trevor kriegt das kleinste Geschenk, weil er hat sich nichts gewünscht. Dann kriegt er auch nur was Kleines. Alles klar. So, dann haben wir schon mal alles geschafft. Und, Leute, wir werden wieder älter werden. Okay, ich bin jetzt gespannt.
gespannt, wie wird Weihnachtsmanns Leben aussehen mit 99 Jahren? Wir werden es jetzt herausfinden. Let's go! Wow, Alter. Was? Yo, wir sind einfach zu einem Skelett geworden. Was? Wir sind auch überhaupt nicht mehr dick. Also wir haben einfach gefühlt gar keine Haut mehr, ne? Oh, ist das noch unsere Frau? Die ist auch ein bisschen älter geworden, ne? Ich glaube, Leute, das ist unsere Frau. Was wird denn jetzt aus dem Weihnachtsmann? Keine Sorge. Deine Kinder werden sich bereits ums Weihnachtsfest kümmern. Du hast sehr gute neue Weihnachtsmänner auf die Welt gebracht. Ah, da bin ich aber schon mal beruhigt. Alles klar. Ich gucke mich mal um, Leute. Ich schaue mal kurz, ob ich hier irgendwas sehe. So, was haben wir hier? Leute, wir wohnen hier in einem eigenen Haus. Wir haben uns tatsächlich hier Urlaub gegönnt. Oder ist es? Ich glaube, wir sind hier in Rente momentan. Ich meine, so wie wir aussehen, ganz ehrlich, wenn ein Kind ein Geschenk von diesem Typen bekommen würde, der wäre einfach, der hätte einfach Angst. Oh, okay. So sah sie also früher aus, unsere Frau. Hm, okay. Ja, dann gucken wir mal nach. Oh, wir haben uns so eine schicke Karre gegönnt, Freunde. So ein schönes Auto. Ich meine, natürlich, das war ein harter Job, so als Weihnachtsmann. Und ja, es ist immer noch Schnee in Los Santos. Dann gehen wir mal wieder rein, Leute. Oh, gehen kann ich auch nicht mehr gut, Leute. Oh, meine Hüfte, Alter. Die macht es nicht mehr lange mit. Und vor allem der Bart, ne? Ich habe so einen langen Bart, Freunde. Das ist krass. Kannst du dich mal eben um den Kamin kurz kümmern? Oh, ja, ja, natürlich, natürlich. Ich kümmere mich mal eben kurz um den Kamin. Warte, ich schaue da mal kurz. Ah. Oh mein Gott! Oh, nein, 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 nein! Nein! Der Weihnachtsmann hat das nicht überlebt. Leute, er hat sich einfach verbrannt. Oh nein, aber gut, immerhin, Freunde, wir wissen, dass das Weihnachtsfest der nächsten 1000 Jahre gesichert ist, da er auf jeden Fall neue Weihnachtsmänner geboren hat. Aber ja, Leute, an der Stelle würde ich sagen, ich hoffe, das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da. Schreibt natürlich in den Kommentaren, was bekommt ihr zu Weihnachten oder was wollt ihr zu Weihnachten haben. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.